Moin, moin. Hallo alle zusammen. Wir sind hier wieder in einer neuen Aufnahme und ja, wollen wir mal schauen, was sich so getan hat. Wir haben ein wie heißt es? Braustand. So, unser Barkeeper ist jetzt gerade entflohen. Wenn ihr was seht, es ist leer geworden. Und bis auf unseren Barkeeper sind hier auch keine Dorfbewohner mehr. Oh, und dahinter steckt eine Geschichte, die ich euch erzählen muss. Also, als wir hier die letzten Male so ein bisschen gespielt haben, kam ein Fremder in unsere Stadt und meinte, er könnte der Stadt helfen, reich zu werden. Und die Dorfbewohner dachten sich natürlich, oh, reich werden ist ja schon ziemlich cool. Also wir wollen ja schon irgendwie Vorteile den anderen Dörflern gegenüber haben. Und ja, dann hat er zu den Dorfbewohnern gemeint, so ja, dass sie ein neues Produkt anbauen müssen, das es quasi fast nirgendwo gibt. Und wenn sie das verkaufen, dann können sie damit richtig ordentlich Geld machen. So, er hat dann einen Laden hier eröffnet, hier, und er hat Felder errichtet, die sehen wir hier. Und ihr könnt schon erkennen, was es ist, hier sind Netawarzen. So, die Dorfbewohner fanden die Idee eigentlich ziemlich gut, haben ihn dann auch unterstützt, haben hier den Seelensand hergekarrt, haben geholfen, das alles mit aufzubauen. Einige haben sich auch bereit erklärt, das hier ab und zu mal abzuernten und dann hier in die Kiste zu tun. Aber eins haben sie nach einer Zeit gemerkt. Netawarzen sind zwar relativ begehrt, aber sie stinken. Und zwar stinken sie so unglaublich schlimm, dass man es hier in der Dorfmitte kaum mehr aushält. Also, sich hier aufzuhalten, das ist schon eine Herausforderung. Und das schafft auch nicht jeder. Also hat man dann beschlossen. Hallo Golem. Das ist aber. Ja. Also hat man beschlossen, dass man hier oben hinzieht. Und so ist die Dorfgemeinschaft in die Wohnsiedlung hier oben gezogen. Und hat diese quasi komplett eingenommen. Und es hat ihnen hier in der Wohnsiedlung so gut gefallen, dass sie sich so stark vermehrt haben, dass wir jetzt mittlerweile 3 Golems haben. Also wir haben nicht mehr nur einen, wie hinten, sondern wir haben jetzt 3 Golems. Und eine sehr belebte Wohnsiedlung. Dummerweise ist die Hälfte des Dorfes jetzt irgendwie tot. Aber dafür haben wir jetzt ein Exportprodukt. Es ist ja auch was. So. Das ist also die Geschichte von unserem so gut wie leeren Dorf. Also wenn ich ihn jetzt hier runterschubse, ob er dann kaputt geht? Nein, ich hoffe doch nicht, oder? Ah, toll, das hat ja was gebracht. Okay, nochmal. Vielleicht sollte ich auch mal was essen. So. Probieren wir es nochmal. Er soll ja unsere Leute hier beschützen und nicht da drauf rumstehen und nichts machen können. Wenn ich jetzt... So. Ach, Golem. Du treibst mich in den Wahnsinn. Nochmal. Komm da runter. Wenn ich jetzt einfach hier das Holz weghaue, dann dreht er durch. Okay, das war nicht unbedingt jetzt hilfreich. Dann haue ich das hier auch nochmal weg.
So. Ich darf ihn natürlich nicht treffen. So. Warum auch immer er jetzt rumspringt, aber er wäre befreit, das ist schon mal gut. Haben wir jetzt, ja, da haben wir Zaun in der Tasche. Das sind unsere Zäune, die wir hier jetzt kaputt gemacht haben. So. Also so ein Golem ist ja echt nicht unbedingt der hellste, oder? Sagte sie und sprang vom Dings runter. Sagte sie und setzte den Pfosten mitten auf den Weg. Okay, ich sollte vielleicht meine Golem-Kritik etwas anders verpacken. Nicht kaputt gegen Golem. Ich packe die Fackeln jetzt, glaube ich, einfach hier in das Haus. Diese Laternen sind mir sowieso irgendwie nicht unbedingt die liebsten. Übrigens hier, seht ihr, habe ich Kammern eingerichtet, die nicht besonders, also ich habe sie hier gebaut, aber sie sind nicht besonders komfortabel eingerichtet. Und diese Kammern sind eigentlich dafür gedacht, Zombie-Dorfbewohner auszulagern, um sie dann später heilen zu können. Also wenn man Zombie-Dorfbewohner findet, dann kann man die heilen. Auch wenn ich diese Heiltränke und so nicht habe, aber man kann sie heilen. Und dafür muss man sie aber separieren. Also man darf auch nicht mehrere Zombie-Dorfbewohner zusammen irgendwo einsperren und dann heilen. Weil sie unterschiedlich schnell heilen. Und sich deswegen dann trotzdem noch gegenseitig töten können, wenn sie zusammen eingesperrt sind. Das heißt, man muss sie dann hier reinlocken. Sie mit dem Schwächetrank und dem goldenen Apfel behandeln. Dann ohne zu sterben, schnell raus. Und dann ungefähr, ja, so ein, zwei Minecraft-Tage warten. Und dann werden sie wieder normal. Also es ist dann so eine Art Krankenstation, Krankenlager, wie auch immer. Okay, das war alles Neue, was ich euch zeigen wollte. Und wir brauchen jetzt, da wir diesen tragischen Unfall... Hallo Hund. Da wir in Folge 30 war es Folge 30? Nee, es war Folge 29, glaube ich. Den tragischen Unfall hatten, brauchen wir jetzt für unseren Friedhof Töpfe, also so Blumentöpfe, die man hinstellen kann. Und dafür müssen wir jetzt Lehm sammeln. Und da ist es ganz gut, dass wir diesen Lehm direkt bei uns vor der Haustür haben. Und dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, uns den streitig zu machen. Weil Lehm ist eine von den Ressourcen, die ziemlich selten sind. Und die man auch nicht in allen Gebieten findet. Also das heißt, wenn man ein Gebiet mit Lehm erstmal abgegrast hat, findet man den auch da nicht mehr. Also er kommt nicht neu zurück und er lässt sich jetzt auch nicht irgendwie provozieren, dass er neu spawnt oder so. Und ich glaube, Lehm ist auch nur an der Oberfläche. Also in Gewässern. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass ich Lehm mal außerhalb von Gewässern gesehen hätte. Okay, vielleicht sollten wir uns hier oben hinstellen, dann geht's schneller. Denn wir wissen, Arbeit unter Wasser dauert immer länger. So, ja, jetzt muss ich irgendwas wegschmeißen. Nehmen wir die eine Fackel, die brauchen wir ja nicht. So. Jetzt haben wir den Lehm hier. Und mit diesem Lehm müssen wir jetzt zu unserem Haus gehen. Denn dort befindet sich unser Ofen. Denn wenn man Lehm weiterverarbeiten möchte, muss man ihn brennen. Ist ja eigentlich auch wie im echten Leben. Okay, packen wir den da mal schon mal oben rein und machen das dahin.
Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, während der Lehm hier brennt, gehen wir nochmal zurück. Also ich kann euch jetzt mal die Wohnsiedlung oben zeigen, wenn die Dorfbewohner dann auch aus ihren Häusern raus sind, dann seht ihr, wie viele es wirklich geworden sind. Also der Fremde, der uns die Netawarzen brachte, der hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass unsere Stadt gewachsen ist und reicher und größer geworden ist. Also da muss man ihm schon danken. Auch wenn die Hälfte der Stadt jetzt nicht mehr nutzbar ist, aber gut. Irgendwas ist ja immer. So. Machen wir den Chat nochmal aus. So, schaut mal hier. Hier ist übrigens die Kungelecke. Also hier sind die Dorfbewohner oder die verteilen sich immer hier und verstecken sich hier, wenn sie interessante Sachen zu handeln haben, was nicht jeder mitbekommen soll. Hier sind es Bücher. Hier sind es Smaragde gegen Gold. Hier. Ja, hier gibt es auch ein bisschen was. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. So. Und bevor wir gleich weitermachen, machen wir hier jetzt nochmal einen kurzen Cut und machen danach mit einer neuen Aufnahme.